Und damit willkommen zurück zu It'll Do 2 Plus. Wir sind jetzt, wo sind wir denn eigentlich? Tipp mal. Wir sind auf dem Weg zum Dungeon. Und das ist wichtig für uns. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Wir schlängeln uns hier mal so durch. Okay. Wir zoomen mal ran. Ach, da geht's hoch. Und da ist nur eine Höhle. Zweite Gebäude. Das da. Na komm. Hä? Ah! Muss nach oben gehen, muss dahinter gehen und dann nach oben. Der alte Sheriff Coban sitzt in seinem Grab. Er wird sich bestimmt über ein bisschen Gesellschaft freuen. Schön. Danke für diesen Hinweis. Wow, ich gehe ja mal hoch. Und freue mich hier rüber. Dass ich hier schnell wegkomme. Ach, da. Bist du der Dungeon? Das ist der Dungeon. Wunderbar. So, damit sind wir dann im nächsten Dungeon angekommen. Ah, war klar, dass es hier stockduster ist. Zum Glück leuchte ich im Dunkeln. Warte mal. Stirnband? Ich höre irgendetwas in der Instanz. Hört sich wie ein großes Basssägen an. Und weglaufenden Minecarts. Und Pudding. Wirklich? Was für eine Art Pudding? Das Eklige. Der Eklige. Potassiumminen. Haben wir eine Karte? Oh ja, haben wir. Darf ich die Bananen bewegen? Nee, ne? Okay. In ein bodenloses Loch zu fallen, verursacht irgendwas. Was? What the fuck? Also diesen Herrn hier kann ich wohl schlecht umbringen. So wie ich das sehe. Eins, zwei. Ha! Gotcha, gotcha. Was haben wir hier noch? Oh, ein Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Den Schlüssel will ich haben. Ach, da komme ich gar nicht ran. Wir sollten sie einfrieren. Da ist ein Weg, da komme ich auch noch nicht lang. Ja, ja. Da komme ich noch nicht lang, weil ich da was anderes brauche. Aua. Okay. Ja, es funktioniert nicht ganz so. Gehen wir erstmal da lang. Wow. Ja, komm. Ach, nö. Ah, shit. Okay, nochmal rein. Ich weiß zwar jetzt, wie ich euch stoppen kann, aber... Das ist so nervig. So. Also jetzt machen wir die nochmal platt. Okay.
Und tschüss. Danke. Hier ist es dunkel und ja. Und da ist ein Schlüssel. Und hier ist ein Hebel. Hier ist der Hebel. Hier ist der Weg. Und hier ist der Weg. Und da ist der Weg. Haben wir schon mal die ganzen Schlüssel jetzt, ne? Gut, da haben wir die zwei Schlüssel. Da haben wir ein Rätsel. Da kommen wir nicht lang. Also gehen wir erstmal links lang. Musik klingt interessant. Da haben wir auch einen Schlüssel. Warum zur Hölle haben wir hier einen Schlüssel? Warum ist hier alles dunkel? Und warum ist hier ein Schalter und ich kriege keine Tür auf? Fragen über Fragen, die sich mir wahrscheinlich nicht so schnell beantworten lassen. Wow. Und da lang. Oh, nicht schon wieder so ein Rätselschiebe-Ding, ne? Och, nee, ne? Erinnere ich daran, dass die ja, übergefrorene Blöcke rutschen. Das weiß ich wohl noch. Den krieg ich darüber. Ich hätte ihn aber auch in die andere Richtung bekommen, ich Idiot. Ja. Ja, hätte ich. Wenn da auch was anderes stehen würde, ne? Also nochmal. Wir machen den da. Und machen den da. Damit kriegen wir den da hoch. Weil in die Richtung hätte es keinen Sinn gemacht. Dann geht der dahin. Kriegen wir den dahin. Könnte glatt so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Oder auch nicht. Wenn ich den jetzt darüber schiebe. Ah doch, das könnte funktionieren. Wartet. Doch. Schiebe ich den da runter. Genau. Jetzt das andere versuchen. Aus dem Block versuchen, da reinzukriegen. Das heißt also, irgendwo hier blocken. Okay, wir überlegen. Wir denken. Wenn ich den jetzt darüber schiebe, hängt er da fest. Also den schiebe ich darüber. Den da hoch und dann bleibt er da stehen. Also, ich muss jetzt mal den da wieder runter. Den dahin. Und den dahin. Den kriege ich darüber. Den kriege ich auch dahin. Wenn ich den jetzt darüber schiebe. Und für meine Zwecke dahin müssen Wände. Guck mal, echt nicht dahinter, wie ich den da jetzt rüberkriege. Geht nur, dass der hier hingeht. Geht nicht, weil der da ist.
Den kann ich nur auch darüber oder darüber. Der war jetzt eigentlich nur als Blockade gedacht. Oder ich denke wieder zu kompliziert. Das hatten wir ja schon mal das Thema, wobei ich das immer nicht verstanden habe. Wenn ich den jetzt hier rüberschiebe, dann geht der dahin und der nächste geht dahin. Ich mit dem nur runter. Mache ich das Ganze in einer anderen Richtung, kann ich ihn nur noch hoch. Also wie gesagt, wenn ich den jetzt darüber schleudere, was ich jetzt getan habe, bleibt mir schlussendlich immer nur noch wieder diese Variante. Die bringt mich nicht wirklich weiter. Naja. Aktuell brauche ich es nicht. Na komm. Ich brauche Energie. Ich brauche Energie. Tschüss. Und tschüss. Wow. Dafür brauche ich wieder einen Schlüssel. Na, super. Ach, nein. Also, ich habe 4 Felder, die ich bewegen darf. 1, 2, 3 und 4 leuchtet er sich auf. Das heißt, 1, 2, 1, 2. Da kriege ich eh nicht mehr rüber, ne? Okay, der lässt sich auf. War klar. Das heißt, okay, nochmal. Das Problem ist wirklich, wenn ich den da hochschiebe. Eins. Zwei. Komme ich nicht mehr lang. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Mal hoch. So, den da. Genau so. Meine Güte. Pa. Mit Banan. Was? Da komme ich nicht lang. Auch Banane. You got the ice ring. Damit kann ich Blöcke erschaffen. Ah. Das macht es natürlich einfacher, ne? The banana veins are still rich enough to be worth it. With the magic ring we've found in this chest, we can fend off those monsters and continue digging. Na gut, damit kann ich nichts machen. What? Eins, zwei, drei. Okay.
Na, was ist mit dir los? Hä? Okay. Gut, jetzt bin ich wieder am Anfang. Mal davon abgesehen, ist mir das dann in dem Augenblick vollkommen egal. Tschüss. Erklärt sich mir ja hier jetzt der Sinn nicht so ganz. Aber was mich jetzt hier so erklärt... Ah, okay. Also die Tür kriege ich jetzt auf. Ganz easy. Aber die verstehe ich noch nicht. Passiert da? Nix weiter. Danke. So, der ist auch weg. Da haben wir noch das Fragezeichen, wo ich noch nicht weiterkam. Das können wir jetzt zum Glück lösen. Ah, das ist die Tür. Oh. Ernsthaft so simpel. Und da wäre ich da rausgekommen. Ja. Dann gehen wir jetzt hier lang. Haben wir auch noch einen Weg. Oh, jetzt. Was seid ihr denn für Typen? Eins, zwei, drei. Den denkt ihr, übersehe ich nicht, ne? Vorsicht vor losen Steinen. Oh, ja, mein Herz aus. Bin ich sehr dafür. Okay. Cool, dass ich da rauskomme. Oh. Ernsthaft jetzt. Oh. Gut, ich nehme den Controller-Stick oder das Digitalkreuz. Das bringt mich nicht weiter. Ah, du Nervensäge. Ah, psst, ah. Tschüss. So. Herz? Nein, kein Herz. Ich gehe mal kurz raus, mich auftanken. Sofern das hier mal schnell möglich ist. Danke. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder zu It'll Do Plus. Ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.